Herr, wir danken dir. Du bist der Gott des Friedens, Jesus. Du bist der Friedefürst, Herr. Und du wirst kommen in deiner Herrlichkeit. Und du wirst den echten Frieden bringen. Du wirst keinen falschen Frieden bringen. Du wirst keinen Fake-Frieden bringen. Halleluja, Herr. Wir danken dir, dass wir dir folgen dürfen. Und Herr, wir danken dir im Namen Jesus für das Vorrecht, geboren zu sein für eine Zeit wie diese. Und ich bete, Herr, dass alle, die hier zuhören, erfassen und verstehen, dass es ein Vorrecht ist, geboren zu sein für eine Zeit wie diese. Amen. Ich bete, dass wir es ergreifen und erfassen, dass Generationen von Propheten sich danach gesehnt haben, das zu sehen, was wir sehen dürfen. Das zu sehen, was wir sehen dürfen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du neue Erkenntnis freisetzt im Volk Gottes in Deutschland. Die Zeichen der Zeit zu erkennen, sich entsprechend zu positionieren, dir nachzufolgen, Jesus, und dein Wort zu verkünden. Ich danke dir, Herr, dass du deinen Segen ausgießt über jeden, der hier gerade zuhört. Im Namen Jesus, sei gesegnet, sei erfüllt, sei berührt, sei gesegnet und erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Im Namen Jeshua HaMashiach. Amen und Amen. Amen. Herr, lass deinen neuen Wein überfließen in uns. Lass deinen neuen Wein überfließen in uns zu den Menschen um uns herum, dass sie deine Wahrheit erkennen und dein Licht sehen. Amen. Und ich habe den Eindruck, dass der Herr sagen will, zu uns, zu seinem Volk: Ich liebe dich, mein Volk. Du hast mich erkannt. Du hast mich erkannt, wer ich wirklich bin. Und du hast mir dein Leben gegeben. Ich bin bei dir. Ich habe es dir gesagt. Ich bin bei dir alle Tage, jeden Tag, bis an das Ende dieser Weltzeit, von der ihr gerade gehört habt. Ich lasse dich nicht und ich verlasse dich nicht. Habe ich dir nicht geboten, dass du mutig und stark sein sollst? Habe ich dir nicht geboten, dass du das Land einnehmen sollst? Ich habe dir gesagt, du bist ein Träger meiner Herrlichkeit, und dahin, wo du gehst, da ist meine Herrlichkeit. Dahin, wo du gehst, da entsteht Reich Gottes. Schau nicht auf das Wirrwarr des Feindes und was er versucht anzurichten. Habe ich nicht gesagt, ich werde die Dinge wohltun und die Pläne des Feindes werden nicht in Erfüllung kommen? Komm auf die andere Seite des Puzzles. Schau auf die andere Seite des Puzzles. Schau auf das, was ich tue. Schau auf das, was in meinem Reich vor sich geht. Schau auf das, was von meinen Engeln im Himmel gefeiert wird. Nämlich, wenn einer Buße tut. Schau auf das, was in meinem Reich gefeiert wird. Wenn Menschen eintreten ins Reich der Himmel, wenn Menschen gerettet und von Neuem geboren werden, wenn mein Geist ausgegossen wird, wenn das Reich Gottes mitten unter euch aufblüht. Und es blüht unter euch auf, wenn ihr ihm Raum gibt, es blüht unter euch auf, wenn ihr eure Herzen nicht verhärtet, es blüht unter euch auf, wenn ihr eure Liebe nicht erkalten lasst. Es blüht unter euch auf, wenn ihr euer Herz bewahrt, mehr als alles andere. Denn euer Glaube ist wirksam durch die Liebe. Und die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Habe ich es euch nicht gesagt in meinem Wort? Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in eure Herzen. Und euer Glaube ist durch Liebe wirksam. Lasst nicht zu, dass eure Herzen erkalten in dieser Stunde. Lasst nicht zu, dass eure Herzen verhärten in dieser Stunde. Lasst nicht zu, dass ihr gleichgültig werdet. Lasst nicht zu, dass ihr furchtsam werdet. All das zieht euch von mir weg, spricht der Herr. Doch ich will mit euch vorwärts gehen in dieser Zeit. Ich will mit euch Land einnehmen. Ich will mit euch und durch euch Menschen auf den festen Felsen ziehen, auf Christus. Ich liebe euch, mein Volk. Ich liebe dich, mein Kind. Ich bin immer an deiner Seite.
Schau auf zu mir. Schau, wie ich dir die Hand entgegenstrecke. Schau nur nach vorne und nach oben zu mir und sieh auf die Hand, die ich dir entgegenstrecke. Ergreif sie und lauf mit mir den Lauf, zu dem ich dich berufen habe, mein Kind. Du bist so viel mehr, als du gerade denkst. Du bist so viel mehr. Der Feind hat dir zugesetzt mit seiner Propaganda. Zuerst hat er dich glauben lassen, du wärst ein Zufallsprodukt, entstanden aus irgendeiner Kette von Millionen von Jahren. Dann hat er dich glauben lassen wollen, du wärst wertlos. Wie aber kannst du wertlos sein, wenn ich den höchsten Preis für dich bezahlt habe? Wie aber kannst du wertlos sein, wenn ich meine Liebe zu dir erwiesen habe, dass ich für dich gestorben bin, als du noch Sünder warst? Wie kann das sein? Entscheide dich, wem du glauben willst. Mir oder dem Feind. Du bist kein Zufallsprodukt. Evolution ist eine Lüge des Feindes. Wertlosigkeit ist eine Lüge des Feindes. Ablehnung ist eine Lüge des Feindes. Und ich habe dir gesagt, ich gebe dir Macht und Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über alle Macht des Feindes, und nichts kann dir in irgendeiner Art und Weise schaden. Daher tritt sie nieder, die Schlange der Ablehnung. Tritt sie nieder. Tritt sie nieder, die Schlange der Wertlosigkeit. Tritt sie nieder. Tritt sie nieder, die Lüge, du wärst ein Zufallsprodukt. Tritt sie nieder. Und lebe in meinem Licht, lebe im Licht des aufgehenden Tages. Mein Licht soll jetzt schon in dir leuchten. Mein Licht leuchtet in dieser Nacht zu den Menschen, okay, durch dich. Ja, du bist wirklich die Hoffnung der Herrlichkeit, weil ich in dir lebe. Und ich sage es noch einmal, du bist die Hoffnung der Herrlichkeit, weil ich in dir lebe. Du bist die Hoffnung der Herrlichkeit, weil ich in dir lebe. Und die Schöpfung liegt in den Wehen und sie seufzt und sie sehnt seufzend herbei das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes, meiner Kinder. Darum lass dein Licht leuchten vor den Menschen und lebe in diesem Licht des anbrechenden Tages. Ich komme bald. Ich komme sehr bald. Ich komme sehr, sehr bald. Und unter meiner Herrschaft werdet ihr sehen, wozu ich diese Welt eigentlich bestimmt habe. Unter meinem tausendjährigen Friedensreich, spricht der Herr.